Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder Blues Monkey City. So, weiter geht der Spaß hier. Haben wir gleich zwei Flughäfen hier. Läuft. So. Ein bisschen Geld kassieren hier und dann gehen wir in die kleinere Stadt. Das kriege ich ja nicht, weil die Ratte das hier eingezogen hat. Naja, kann man nichts machen. So, rüber dann zur kleinen Stadt. Und es ist wieder Bloon Fisting Time. Mit mir und den Bloons. Und wer da gewinnt, das ist ja schon mal klar. Hoffentlich. So, was kann man hier noch machen? Also das habe ich sowieso gewonnen. Das ist eigentlich unnötig einzunehmen hier. Aber weiß nicht, ich könnte es auf die Schnelle machen. Ich werde aber das wieder bis letzte Mal machen. Oder soll ich einen Rekordversuch machen? Das wäre doch was. Ja? Aber dann leckt es wieder so. Das ist ja auch kein Spaß. Rekordversuch hin oder her, aber es wird lecken wie die Sau. Also würde ich sagen, wir nehmen das einfach nur schnell ein und fertig. Ja? Einfach nur, dass wir es eingenommen haben und es hat sich erledigt. Das reicht ja. Scheiß auf Rekord. Wir werden das hier jetzt einfach nur schnell einnehmen und fertig. Also nonstop rein. Ich baue jetzt nur Spike Factories. Das ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann, obwohl es mein Lieblingsteil ist. Aber wie gesagt, ich nehme das jetzt schnell ein und dann machen wir ein bisschen Dorferweiterung. So, läuft. Das Lied ist irgendwie geil. So, dann nehmen wir gleich noch mehr Spikes, sobald ich die Kohle hier zusammen habe. So, mal schauen, wie weit ich damit komme. Das ist, wie gesagt, nicht unbedingt die geilste Taktik, was ich hier mache, aber ich will das einfach nur schnell einnehmen und fertig. Also hoffentlich läuft es. Bis jetzt sieht es ja nicht mal so blöd aus, ne? Aber das heißt ja noch nichts. So, dann werden wir auf jeden Fall hier die linke Seite machen, hier die rechte. Ey, jedes Mal kriege ich wieder diesen dummen Bildschirm hier. Obwohl ich es jedes Mal anklicke, bitte nicht mehr zeigen. Und trotzdem zeigen sie es dir wieder. Sehr geistig. So, Wave 7 haben wir auch schon. So gegen 25, 30 reicht, wenn wir kommen. Vielleicht 35 auch noch okay, aber mehr brauchen wir gar nicht. Ja, aber Sigi Libres. So. Ja, warte mal, wir haben jetzt noch mehr Spike Factories hier. Oh Gott, Stahl. Naja, was heißt oh Gott, Stahl für uns? Das ist ja nicht ein Problem gerade. Das ist ja eigentlich kein Problem. Wow, 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 wow. Doch ein paar viele. Oh, Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Ja, es ist halt dämlich, nur Spike Factories bauen. Aber ist wurscht, ey. Man will das nur einnehmen, wie gesagt. Diese Zebras, das ist ungut. Aber ich muss sagen, die Taktik hier ist auch nicht so wirklich. Also nur Spike Factories, das ist schon eine heiße Sache. Wenn jetzt auch noch Keramics kommen, dann ist das wirklich ungut. Einfach ungut. Vor allem mir fehlt das Geld irgendwie gerade her. Naja, schauen wir mal, wie weit ich komme. Aber bis 25, 26 muss ich Minimum, weil sonst nehme ich das gar nicht ein. Dann kann ich wieder von vorne machen. Das wäre auch dämlich. So, jetzt haben wir die dicken Dinger. Das ist schon mal prinzipiell gut. Oh, Scheiße. Oh, das ist ein bisschen viel hier. Nachlegen.
Wow, das war jetzt knapp. Weißt du was? Nimm mal sowas da. Kann auch nicht schauen. Was du meinst, nennt sich Puffern. Warte mal, ich muss hier nur das Lauf passen. Es kommt auf deine Leitung drauf an. Wenn du, wie soll ich jetzt sagen, das Problem hat Noro auch. Die hat nicht so eine gute Leitung. Und wenn du streamst und das auch noch, sagen wir mal, so Richtung Maximum an die Grenze deiner Leitung gehst, also ich kenne die Leitung nicht, aber es ist nur so eine Idee. Dann kann es sein, wenn sie zusieht, dass es nicht geht. Ich sag da ein Beispiel. Ich stream relativ gute Quali. Und es läuft auch. Es sollte nicht bei mir puffern. Gar nichts. Also auf keinen Fall. Und wenn, dann liegt es an Twitch. Das weiß ich. Aber wenn ich jetzt den eigenen Stream nochmal gucken würde, ich bin ja nur im Chat eingeloggt, dann puffert es bei mir auch. Das wusste ich am Anfang nicht und hab mir gedacht, what the fuck? Bis die Leute mir gesagt haben, bei dir puffert nichts, Mann. Und Hades zum Beispiel, der versteht das auch nicht so richtig, weil er glaubt immer, sein Stream puffert, weil es bei ihm puffert. Das liegt aber daran, weil er einfach enorme Datenmengen sendet und da kann er nicht seinen eigenen Stream mitgucken. Und plus Noro guckt auch noch und vielleicht dann nur der Sohn. Also, verstehst du, was ich meine? Ich kann es da, ob ich recht habe, kann ich da nur dann sagen, wenn ich deinen Stream sehe. Weil wenn es bei mir puffert, dann, also wenn bei mir dein Stream puffert, dann kannst du sicher sein, dass es puffert. Aber ansonsten glaube ich fast, dass ich da, dass ich da recht habe mit der Theorie, dass du einfach, also dass deine Leitung relativ am Maximum halt ist, ne? Und sie schaut ja über die gleiche Leitung zu, verstehst du? Du sendest zwar einwandfrei und ich glaube auch nicht mal, dass er puffert, aber sie sieht halt einen Puffer. Und das würde ich sagen, also wenn du unter einer 50.000er Leitung hast, dann glaube ich, habe ich recht. Über einer 50.000 alles kannst du es ignorieren, was ich gesagt habe. Dann ist es unwahrscheinlich, dass es das ist. Dann ist eine Einstellung beim OBS. Da kann ich aber auch helfen, da kenne ich mich inzwischen relativ gut aus. Pass auf, ich mache die Runde noch fertig und dann können wir das, wenn du willst, ein bisschen genauer durchgehen. Es läuft jetzt eh ein bisschen gut hier, also das sollte eigentlich schnell gehen. Ich will da wirklich nur das schnell einnehmen, hier das Gebiet, und dann hat sich das, ne? Boah, das wird knapp. Aber geht sich aus. Okay, dann weiß ich, was es ist. Dann ist es genau das, was ich gesagt habe. Da kann man aber auch was machen, indem man das, sag ich mal, nennen wir das mal Feineinstellungen macht. Ohne dass du Scheiße streamst, ja. So meine ich das natürlich nicht. Du sollst nicht alles runterstellen bis zum Gehtnimmer. Aber man kann es so machen, dass es funktioniert. Das könnte ich auch. Ich brauche nur ein bisschen runterstellen jetzt, aber brauche ich nicht unbedingt. Weißt, ich lasse das so, wie es ist. Bei mir zum Beispiel gibt's Puffern, sollte es sowieso nicht geben. Ja? Wenn, dann ist Twitch, das weiß ich. Aber was bei mir auch höchst selten gibt, sind diese Pixel. Was Hades zum Beispiel hat. Und das ist die Qualitätseinstellung. Wenn die relativ hoch ist, dann wirst du nie Pixel haben. Oh Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Ah, Problem gelöst. Aber wie gesagt, das ist eine Einstellungssache. Das kann man, denke ich, auch gut bei dir hinbringen. Bei 1500, 2000 ist jetzt eh nicht so viel. Das sollte eigentlich okay sein. Es kommt auf die Auflösung drauf an. Also ich hoffe, du hast 720 oder kleiner bei dieser Einstellung. 720 ist ja nur okay. So, was könnte man jetzt machen? Non-Spike Factory. Pass auf, ich mache das jetzt hier fertig, ja? Dann speichere ich das Ganze mal und dann zeige ich dir was. Thema Einstellungen, dann verstehst du ein bisschen besser, was ich meine. Es kommt auch darauf an, was du streamst. Ich sag's jetzt mal so ein direktes Beispiel. Ich stream ja viel das hier und Dying Light.
Bei Dying Light hast du viele bewegende Bilder. Oder anders, Battlefield. Du fährst mit dem Jeep extrem schnell. Viele bewegende Bilder. Hier hast du ein statisches Bild. Ist immer das gleiche. Nur das Bloons reinkommen. Das ist die einzige Bewegung, die ich hier habe. Das da und die Spikes vielleicht. Und der hier. Schießt halt jetzt, ne? Ansonsten habe ich immer das gleiche Bild. Ich habe das gleiche Gras, den gleichen Baum, der bewegt sich nicht. Hier kann ich die Qualität so weit runter, dass es nicht mehr weitergeht und du hast trotzdem eine einwandfreie Qualität. Wenn ich das bei Dying Light machen würde, dann hast du diese Pixel, diese ekligen. Hat nichts mit Puffern jetzt zu tun, das ist nur die Codierung. Aber wie gesagt, wenn du willst, können wir das ein bisschen durchgehen, dann bräuchte ich aber ein bisschen mehr Daten von deiner Leitung. Dann kann man das ein bisschen optimieren, sagen wir so. So, jetzt bauen wir nur ein paar von denen hier hin, weil dann kriege ich noch mehr dicke Tower. Also bei BO zum Beispiel, das ist extrem schnell. Der Witcher würde ich sagen, ist jetzt nicht so schnell, aber es ist ein qualitatives Spiel. Da solltest du die Quali schon aufstellen. Fallout 4 das gleiche. Und 7 Days, ja, das ist so ein Mittelding aus beiden, würde ich sagen. Weißt du, ich stream auch erst eine Woche. Also normalerweise kennt sich kein Schwein aus nach einer Woche, ja, kann man nicht sagen. Aber ich habe mich mit dem einfach intensivst befasst, weil es mich wirklich interessiert auch. Ne? Und mir macht es auch irrsinnig viel Spaß und so. Und darum kann ich ohne weiteres sagen, dass ich mich inzwischen wirklich sehr gut auskenne, obwohl ich erst eine Woche mit Streamen zu tun habe. Nicht mal eine Woche oder um die Woche so. Aber es interessiert mich einfach wirklich so sehr, dass ich mal alles nur angeschaut habe und mich zu Tode gegoogelt habe, fast schon. Aber ja. Ergebnis ist, es läuft. Und wenn, warte mal, wenn es gar nicht geht, nur so als Notlösung, weil das kannst du machen, ohne dass du viel Stress hast. Wenn es gar nicht geht, dann stellst du die Auflösung in eine Spur nach unten und die Codierung ebenfalls. Dafür wird die Quali besser, aber die Auflösung kleiner. Aber wie gesagt, das ist so eine Art, nicht eine Empfehlung, sondern nur wenn es gar nicht geht. Ja. Dann kann sie zumindest zugucken. Ja. Allerdings, wie gesagt, kleinere Auflösung. Ja. Für Leute wie mich, wobei es mir scheißegal wäre, ja, sage ich dir ehrlich, weil wenn ich einen Stream gucke, dann nur wegen den Leuten, die streamen und nicht wegen einem Spiel, sonst würde ich nicht Hades zugucken. Ja. Aber ich habe zum Beispiel als Monitor einen riesen HD-Fernseher. Ich würde sowas merken, aber wie gesagt, mich stört es nicht. Aber wenn jetzt Leute am Handy schauen, und ich glaube, du hast gesagt, die schaut am Handy, dann ist die Auflösung scheißegal, zumindest für sie jetzt. Ja. Aber wie gesagt, für Leute wie mich wiederum, so, wir haben das Territorium übrigens, für Leute wie mich, die was auf riesen Geräten schauen, da hast du natürlich ein größeres Bild und so, da fällt die Auflösung schon auf, ne? Aber auf dem Handy ist die Auflösung scheißegal, auf Deutsch gesagt. Aber du wirst ja mehr Zuseher haben wie sie, von daher, du musst halt einen guten Mittelweg nehmen, ne? Darum würde ich da die Einstellungen einmal optimieren. Und wie gesagt, es kommt aufs Spiel drauf an. Ich zum Beispiel, ich habe immer 2500. Ich könnte aber ohne Problem auf 3000 raufstellen, ohne dass meine Leitung einen Herzinfarkt kriegt. Und ehrlich gesagt, das wundert mich. Habe ich auch ausprobieren müssen, weil ich habe jetzt eine Drecksleitung. Ja, also ist jetzt nicht die Top 10 Leitung hier. Ich werde jetzt hier einfach so weit, so lange weitermachen, bis wir draufgehen. Aber das wird eh bald sein, weil ich baue wirklich hier Blödsinn. Das, was ich schaffen wollte, einnehmen, habe ich gerade geschafft. Also es hat sich eigentlich erledigt. Dann können wir, wenn du willst, das ein bisschen durchgehen. Aber geht schön zügig voran hier, das muss ich sagen. Bin schon in Wave 27. Läuft.
Das ist ein 100 Millionen Tower hier, ne? Das schaut auch irgendwie geil aus. Also wenn du nachher Zeit hast, dann zeige ich das schnell dein Live. Da kann ich es dir am besten zeigen. Bewegende Bilder sagen einfach das meiste aus. Hier ist es schwierig zu erklären, weil hier kann ich die Qualität ins Bodenlose stellen, würdest du nur eine gute Qualität sehen, weil sie einfach nichts bewegt, weißt? Bei deinem Live siehst du sofort, was ich meine dann. Und wenn du verstehst, wie und was, ja, das System dahinter, was ja eigentlich nicht so schwer ist, dann kannst du es auch selber gut einrichten, rumprobieren. Bei deiner Leitung ist es halt schwierig, aber über... Ja, jetzt müsst ihr nachdenken, aber... Ihr müsst die genauen Daten wissen, aber über 1500 würde ich auf keinen Fall stellen. Das ist immer dazu. Und bei 1500 glaube ich, dass sie natürlich Probleme hat, das anzuschauen. Jetzt wären die lästig hier, die Blooms. Aber richtig lästig. Oh Gott! Scheiße, aber egal. Ich habe das eingenommen. Ziel erreicht. Yeah, man! Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!